damit, Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal so Spannendes erlebt in der Kanalisation, dann haben wir Luigis Mütze geholt und sind irgendwie hier einer roten Luftschlange gefolgt. Und dann wurden wir von Koopas angesprochen, die keine Textur haben, weil, ist halt so, die uns gesagt haben, dass die Kugeln hier zum Erdpergamenton-Tempel einfach geklaut wurden. Und wir sind jetzt hier, um das Ganze zu richten. Und Offcam habe ich hier gegengeschlagen und dann kamen da ganz viele Coins raus. Ganz genau. So, retten wir erstmal den Tod. Warten wir erstmal ganz entspannt rein. Aber danke dafür, Mario. Sieht... Was? Ah, wenn du nach guter... Ich habe keine Ahnung. Fortune? Oh, ich müsste das wissen. Wenn du nach irgendwas Bestimmtem suchst, dann bin ich der Falsche. Ich hab die Krimskramskiste Accessoire Shop in Toadtown. Komm mal vorbei und guck dir das an. Ja. Ja, wir kommen gerne vorbei. Sogar so gerne, dass ich vielleicht sogar gleich mal dahin rennen würde. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und. Popcorn. Schade. Also, der Kollege hier versucht so eine Kugel zu klauen. Und das kann's ja nicht sein. Oh, das ist so eine Blume, gell? Oh nee, die waren voll krass und stark. Mario, der Countdown-Timer, der ist so schnell. Oh, guck mal, wenn du Plus hältst, dann kannst du Geld ausgeben und dir mehr Zeit kaufen. Ist das nicht super fantastisch toll? Ja, I guess ist es. Oh doch, ich weiß es, glaube ich. So und so. Boah, es wird schon schwerer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ja nicht schön. Ich muss ein Stückchen lauter machen. Für mich ist es wieder viel zu leise. Oh nein. Oh nein, die surviven das alle? Wie gesagt, ist kein einfaches Game. Die Mod ist, by the way, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie der Ersteller Hunter Xuman. Ey, ich find's einfach klasse, was er hier wieder aufgestellt hat. Es ist wunderschön. Schaut gerne mal bei ihm unten vorbei. Lasst ein Abo da und schöne Grüße von mir. Das wäre super toll. Wofür brauche ich hier zwei Züge? Oh, vielleicht hätte ich sie in eine Hammerposition bringen können. Der Hammer ist ja theoretisch stärker, wenn man das Timing hinkriegt. Schön. Ich kriege das Timing halt nie hin. Boah, der eine ist sogar down. Oh, ich wusste nicht, was die machen. Deswegen wusste ich nicht, wann ich blocken muss. Aber ist ja gar kein Problem. Jetzt sind sie alle down. Und wir müssen uns ganz dringend gleich wieder heilen nach dem Kampf. Boah, ich habe so Angst, was noch für Gegner kommen. Und oh mein Gott. Ich bin natürlich wie immer mega gehypt hier auf das Ganze. Aber kritisch wird es natürlich trotzdem. Oh wow. Ich habe noch nie so viele Kraft gesehen, seitdem ich das letzte Mal eine Dokumentation über das Erdpergamenton gesehen habe. Mario, du bist mega cool. Wirst du dir das auch angucken? Ich möchte dir natürlich nicht spoilern. Aber du solltest wirklich die Ausstellung zuerst anschauen. Aber erst musst du halt die anderen Kugeln finden. Oh, wie frustrierend das sein muss, wenn ihr keine solche schönen Steine mehr habt. Und ich möchte unbedingt diese wunderbare Ausstellung sehen. Lass uns schnell diese Panzersteine suchen, Mario. Die müssten hier irgendwo versteckt sein. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, die Koopas kriegen mit einem Update auf jeden Fall noch Textur. Sobald es ein Update gibt, natürlich werde ich dann das Update hier reinladen und wir spielen dann immer auf der neuesten Version. Wir spielen jetzt die Version 0.61 und vermutlich gibt es dann bald irgendwann hoffentlich eine neue Version. Und dann mal gucken. Das ist sus hier. Ich sitze zur Hälfte davor. Da ist ein Faltkreis drin, aber da kann man doch auch rein. Nein? Oh, okay. Hier, wo? Oh. Bam! Ja. Habt ihr das gesehen? Wir sind gerettet, Jungs. Oh. Habt ihr das gesehen? Wir sind gerettet, Jungs. Baba! Wenn du irgendwie in einem Kampf bist, drück Y und dann helfen wir dir so ein bisschen. Baba! Okay, die sind jetzt, wenn ich das hier wunderbar richtig einschätze, sind das, oh, es geht schon weiter, es tut mir leid, dann sind das keine Custom Toads. Vor allem diese wunderbaren Toads hatten nicht mal eine Kugel. Hätte ja sein... Lustig. Aber das da unten sieht auf jeden Fall... Oh, oh, oh mein Gott. Wir haben einfach fast keine Leben mehr.
Wie viel heilt der? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es bleibt spannend, ob wir das Ganze noch überleben können. Okay, das können wir kaputt machen, das sehe ich direkt. Mein gewieftes Auge erkennt solch wunderbare Dinge, das hier nicht, ja. Kollege! Gib den Toad frei! Es geht ja gar nicht. Ich glaube, das Mikrofon ist ein bisschen zu nah. Aber das sollte ja gar kein Problem sein. Mit zwei Moves. Das sollte ich hinkriegen. Ich glaube, ich bin wieder zu nah am Mikrofon. Ich habe nämlich mal wieder neue Mikrofoneinstellungen getestet und bin eigentlich tatsächlich ganz zufrieden mit denen. Für mich ist jetzt tatsächlich schon wieder zwei Tage her seit der letzten Aufnahme. Es tut mir leid. Ah, yes. Okay, wunderbar. Hier auch noch dick den Boni rausgeholt. Sehr schön. Und den Toad können wir natürlich auch noch gerade retten. Dankeschön. Papa! Ich hätte niemals gedacht, dass ich zerknittert werde und als eine Waffe equipped werde. Rüstest du Waffen aus, Mario? Du solltest immer bereit für alles sein. Ja. Papa! Das sollte ich wirklich. Ich glaube, ich habe schon wieder Dinge falsch übersetzt. Guys, es tut mir leid. Ich muss hier innerhalb von ein paar Sekunden mir eine Story irgendwie zusammenreimen aus Wörtern. Ich kenne ja nicht jedes Wort so. Deswegen, sorry, falls manche Dinge halt falsch sind. Aber, ich versuche es natürlich so gut wie möglich. So, da ist der Nächste. Baba, vielen, vielen Dank, Mario. Das war der richtige Schwung mit dem Hammer. Init. Init ist sowas, das sagen nur Briten. Ich habe also wirklich, die sagen immer am Ende eines Satzes Init. Ich weiß nicht wieso. Schwingst hier diesen Hammer herum und machst halt so coole Sachen. So, ach, ich komm. Finch, ich krieg das doch nicht hin, Mann. Sehe ich aus, als bin ich ein guter Übersetzer? Nein. Ich mag's gar nicht, dass hier die Musik fehlt. Ich find's gut, dass hier Musik ist. Tatsächlich zu diesem Accessoire-Toad möchte ich ganz gerne auch schon gucken. Aber vielleicht noch nicht unbedingt jetzt. Boah, schau dir dieses coole Haus an. Aber es ist umschlungen von der roten Luftschlange. Meinst du, da ist jemand drin? Oh, die müssen ja richtig gebunden sein. Wie auch immer. Oh. Wenn da irgendwer drin ist, ein super schönes Haus. Wir sind hier, um dir zu helfen. Wir machen nur kurz die Luftschlange weg. Ja, das ist schön. So. Du bist kein Toad. Ich kann das nicht forever machen, aber ich versuche es. Du bist kein Toad. Und das finde ich mega cool. Ich liebe es. Es ist einfach so, es fühlt sich legit an wie ein neues Game, nur wegen so ein, zwei kleinen Dingen. Ich möchte nie wieder gegen Koopas kämpfen, die sind viel zu stark in dem Spiel. Die sind legit sowas von komplett OP. Hier ist ein riesengroßes Loch, das wir natürlich direkt mal stopfen sollten. Oh, das hat sogar gerade so gereicht. Komm her! Es ist wieder ein Koopa! Das ist so fast so schön wie Fliegen, aber nur fast. Das ist so genial. Ich feiere das so maximal. Es sind nur so kleine Aspekte jetzt am Anfang, die hier gewechselt wurden. Aber das macht mich schon so glücklich tatsächlich. Ich bin so einfach glücklich zu machen. Ist es nicht schön? Nee, mir gefällt das wirklich. Oh, schaut mal, ein Pfeil. Der uns sagt, wir sollen nach da oben lang. Oh, aber das ist ein sehr aggressiver Dog. Der vermutlich zwei Dinge sein wird. Entweder ein Koopa oder ein wunderbarer, lecker, schmeckotastischer Toad. So wie der hier, den ihr nicht sehen könnt, weil ich davor sitze. Ah, schlägst du alle Bäume oder nur meinen? Ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt. Baba! Nein, ich schlag tatsächlich jeden Baum. Du brauchst dich nicht geehrt fühlen. Ich hasse Toads. Joke. Ich liebe Toads. Da ist was drin auf jeden Fall. Das sind viele Toads. Baba, ich bin der Letzte. Ich hoffe, du bist nicht zu enttäuscht. Also, ich meine, ich war der Letzte in dieser Eingerollte, diesem Loch. Von uns gibt es noch Tausende auf der Welt verteilt. Bist du ein Toad? Ja, ist er. Wuff. I mean,
Ich bin der. Ich meine, komm zum Kampfstudio. Ich gehe zum Kampfstudio in Toadtown. Du solltest auf jeden Fall mal vorbeischauen. Hä? Du bist den ganzen Weg von Toadtown hierher gelaufen? Ja, war halt so. Ich wollte mir eigentlich den Berg ein bisschen angucken. Baba! Aber ich fühle mich ein bisschen hündisch. Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Mitgliedschaft? Okay. Sie ist auch noch kostenlos? Die Frage, die ich mir stelle, will ich jetzt schon nach Toadtown zurück oder erst später? Ich denke, wir gehen erstmal hier oben weiter und schauen uns Toadtown dann später nochmal an. Denn diese ganzen Leute, die wir jetzt getroffen haben, die werden noch ziemlich wichtig. Jonas, hä? Schau mal, die rote Luftschlange. Die geht den ganzen Weg bis nach da oben. Glaubst du, sie ist da oben festgemacht? Wie sollen wir nur da hochkommen? Du kannst ja nicht fliegen. Du bist Mario, du kannst sowieso alles. Also wirklich. Ich werde einfach zuschauen von der Innentasche deiner... Von der Innenseite deiner Tasche. Das ist eine gute Idee. Warte, ich bin hier. Wo sind die Monster hin, die das reale Schild geklaut haben? Oh. Ding, dang, dong, dong. Der erste Warshop in Toadtown ist offen nun. Das ist doch wunderschön, hä? Ich wollte nicht mit dir reden. Oh, no, no, no. Was gibt's da hinten? Ein Toad? Ja, dann nicht. Vielleicht gehen wir noch mal hin, wenn wir stärker sind. Kommt noch was? Oh ja, stimmt, der im Studio. Ja, hier ist noch eine Bank, die werden wir safe benutzen müssen. Ich habe aber tatsächlich noch eine weitere Frage. Stachis haben Stacheln, wie soll ich auf die draufspringen? Ich weiß, bei den Goombas, da war das was anderes so. Aber ich glaube, die haben wirklich Stacheln. Hörst du das? Es ist der Fluss, der macht Splish Splash. Es ist richtig schön, du hörst sogar die Fische springen und du wurdest geheilt. Ist das nicht toll, Mario? Das ist wunder... Lauf da gar nicht hin. Ich will nur diese Coin einsammeln und der läuft da automatisch hin. Wenn man da hoch, sieht nicht so aus. Toad! Jawollo! Oh, Entschuldigung. Diese Grashüpfer, die machen immer voll cool Rumgesprünge. Okay, da fehlt wieder meine Textur. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Uiuiui. So, hier ist noch ein Toad. Ich bin gerettet. Danke, Mario. Wenn du Minus drückst, dann öffnet sich eine ganz neue Welt für dich. Ja, gar nichts. Danke für nichts. Habe ich sie getroffen? Ich weiß es nicht. Oh, es sind Flying Goombas. Und Koopas. Oh, das wird ein harter Kampf. Okay, den schneide ich euch nicht raus, weil, das ist ein sehr angenehmer K.O. Oh nein. Ja, Goombas machen im Normalfall nicht so viel Schaden wie Koopas. Wir gehen voll auf die Koopas. Oh. Wobei, es sind nur zwei. Es sind nur zwei. Wichtig, dass wir hier überall exzellent bekommen. Enemies turn. Okay, die Gegner sind dran. Ich hab den einen zumindest durch. Die machen so viel Damage. Oh mein Gott. Nee, ich springe auf den. Das Hammer-Timing haben wir ja gelernt. Das kriege ich nicht so gut hin. Let's go. Die sind beide down. Okay. Hätte ja auch sein können, dass einer überlebt. Ja, nicht so viele Coins, weil wir haben es ja nicht perfekt geschafft. Aber das ist gar nicht so... Oh ja, viele Dinger. Die brauchen wir auch. Da hinten ist ein Block. Den würde ich ganz gerne öffnen. Eine 100er Coin, danke für nichts. Da kommt ein Gegner runter. Dankeschön. Ja, aber das sind Stachelgegner. Was kann ich mit denen tun? Oh nein, die sind umgedreht. Da kann ich trotzdem auf die drauf, oder? Gut, also die waren jetzt nicht die Schwierigkeit, weil eben dadurch, dass sie umgedreht waren. Nein. Let's go, ist ein Koopa. Es ist wieder ein Koopa. Ja, es ist so schön hier. Nee.
Was ist das da? Oh, seht ihr diesen Riesen-Koopa ganz oben in der Ecke? Oh, jetzt habe ich aber Angst so. Mag ich nicht. Finde ich nicht gut, dass der da war. Mal schauen, was uns da oben erwartet. Wobei, jetzt habe ich ja genug Schnipsel. Was macht ihr denn hier? Ihr seht ein bisschen zwielichtig aus. Ah, komm hierher, komm hierher. Hier gibt's wunderbare Sachen zu kaufen. Bist du bereit für einen richtig krassen Deal? Ja, mal gucken. Ich gehe direkt rein. Ich habe heute eine einmalige Chance in eurem Leben. Das ist unfassbar. Ihr glaubt euren Augen bestimmt nicht. Das ist ein krasser Orb. Das ist ein Stein zum Erdpergamenton. Okay, ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig, Jungs. Wenn du ihn nicht kaufst, hast du nie wieder die Chance. Wir fangen mit einem Gebot von 10.000 Coins an. Tja, die haben wir, weil wir sind rich. Nein. Niemand, der das kauft? Ich verstehe. Wir können auch ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Wie wär's also mit schnappen, stabilen? Unfassbar, nur heute limitierten Time den Preis von 5.000 Coins. Nein, danke. Okay, okay. Ja, ja. Wir machen nochmal was. Also letzter Preis, 3.000 Coins. Jetzt zuschlagen. Danach nie wieder. Guys, jetzt und nie wieder. Ich würde sagen erstmal nein. Man kann den nämlich ziemlich weit runter handeln. Das ist schön. Okay, okay. Jetzt ist der Preis so weit unten, dass man es kaufen muss. Wie wäre es mit 2.000 Coins? Nein. Das ist unfassbar. Wieso kauft denn hier keiner was? Ich verliere all mein Geld hier. Ich verliere auch noch mein Cheat-Shirt. Für 1.000. Würdet ihr es für 1.000 holen? Ich würde sagen, für 1.000 finde ich es fair. Und zum ersten, zum zweiten und zum dritten verkauft an den Schnurrbartmann. Let's go rein da. Wunderbar, Guys. Wir haben den grünen Stein. Guys, ganz kurz. Was passiert wäre, wenn wir ihn zu weit runtergehandelt hätten? Dann hätten die Koopas den tatsächlich gekauft. Wir hätten die dann bei denen für den doppelten Preis kaufen müssen. Ich glaube, das wären 2.000 gewesen. Dann. Nein, 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 nein. Oh, wir können hier... Oh, okay. Ah, schau mal, diese richtig krasse Röhre. Da steht sogar eine Zahl drauf. Meinst du, das ist ein Shortcut, der uns nach Toadtown führt? Ganz genau. Und deswegen wollte ich vorher nicht nach Toadtown gehen, weil wir durch eine dieser wunderschönen Röhren nach Toadtown kommen, wo wir uns jetzt erstmal ganz, ganz schön umgucken werden. Es gibt nämlich ganz, ganz viele spannende Dinge hier zu erkunden in Toadtown, die wir ja freigeschalten haben. So, das hier ist tatsächlich ausgegangen. Den Raum kennen wir ja schon aus der letzten Folge, glaube ich, oder vorletzten. Aber... Wie bin ich hier gelandet? Wo kommt man hier raus? Ich dachte, das ist das im Museum. Aber da ist ja jetzt nochmal so eine komplette Stage dahinter. Hä? Das ist ja cool. Also die Stage kennen wir natürlich schon. Ist ja nichts. Nein, nicht da. Hier waren wir. Ja, ja, genau. Wo führt das hier hin? Okay. Aber wie kommen wir denn ins Museum dann? Die Frage ist, kommen wir da vorne durch? Warte, wo kommen wir jetzt? Doch, hier sind wir in der Kanalisation, da müssen wir ja nur noch nach oben laufen. Außer hier sind wieder irgendwelche random Gegner, dann natürlich nicht. Sieht aber nicht so aus, ja. Ist sogar noch ein Herz, das nehme ich mit, haben wir nötig. Ja, 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 okay, 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 Guys. Jetzt sind wir sind auch in Toadtown. Ich finde tatsächlich die Idee ganz cool. Also die Idee von, yo, wir lassen dich jetzt halt nicht im Museum raus, sondern halt an einem ganz anderen Ort und scheint ja gut zu funktionieren. Ey, so hat man nochmal ein bisschen abwechslungsreich. Das ist so cool. Ich finde das so nice. Und hier sind wir wieder. So, jetzt müssen wir uns natürlich ganz kurz umgucken, weil ich nicht weiß, wo der ganze Stuff ist. Aber mal schauen. Wer bist du? Hey, oh, Mario. Du bist pünktlich hier. Ich wollte meinen Shop wieder öffnen und möchtest du was kaufen? Ich weiß, er hat einen ganz bestimmten Namen.
Ich weiß nur nicht, wie er heißt. Und das tut mir mega leid, so. Deswegen, oh. Ich kümmere mich da direkt drum. Aber Sir, bei Ihnen würde ich gerne was kaufen. Wow, du hast mich zweimal gerettet. Ey, vielen Dank. Dafür bin ich doch gerne hier. Alle Löcher in Toadtown gerettet, so muss es. So, hier gibt's wunderbare Accessoires. Wer will wunderbare Accessoires? Hier gibt es welche. Kann hier Hammer kaufen? Okay. Ich war eigentlich für den Timer Plus, ganz genau. Der gibt mir extra Zeit in Battles, tatsächlich. Das ist ganz cool. Ja. Aber die Iron Boots sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Weil wir haben ja jetzt Stachelgegner gesehen. Und wenn wir die halt nicht haben, lohnt sich nicht. Und den Hammer hätte ich eigentlich auch... Wir können hier unendlich kaufen? Ah, okay. Itemshop-mäßig. Okay, okay. Direkt verstanden. Und jetzt gehen wir noch in diese Kampfzentrale, wenn ich das richtig gesehen habe. Wobei, nein, da gehen wir noch nicht hin. Die lohnt sich noch gar nicht für uns, glaube ich. Kann ich mit dir reden? Du hast auch so einen Rucksack, deswegen. Nee. Okay, dann lass uns wieder zurückgehen in die Picknick-Ebene. Und da wären wir auch schon wieder zurück. Ganz genau. Ich habe direkt diesen Orden angelegt. Das heißt, wir haben jetzt immer ein bisschen mehr Zeit für die Rätsel in den Kämpfen. Und das wird ab einem gewissen Punkt auch nötig sein, dass wir viel Zeit haben in den Kämpfen, weil die Kämpfe, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich weiß es, die werden halt einfach viel zu hart, wie schon gesagt. Das mit dem Baum, das habe ich direkt gesehen hier. Oh, da gibt es auch sehr viele Coins für. Oh, da war ein Toad drunter. Papa, danke, dass du mich gerettet hast. Ist es nicht schön? Weiß ich nicht, wie schön das ist. Lass uns doch mal weitergehen. Oh. Ja, vielleicht aber auch nicht. Wichtig. Bam. Wichtig. Wichtig. Nein! Das ist unfair. Dafür kann ich ja nichts. Aber er ist down. Er ist down. Da unten sehe ich doch was. Hier. Oh, sogar ein Toad. Cool, cool, cool. Hallo? Ah, lass mich allein, du gefalteter Freak. Mama! Oh nein. Oh, Mario? Ah, danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. Ah, es ist so cursed. Manchmal, ich liebe es. Und manchmal fehlt auch die Textur von meinen Schnipseln. Das finde ich nicht so schön. Und Speicherpunkt. Wichtig an der Stelle. Das ist sus. Papa, danke. Bitte vergiss nicht auch meine Freunde. Das hatte ich tatsächlich vor. Okay, solange er mich nicht angreift, ist ja gut. Ah! Das ist ja nur ein Kopf! Du bist nun verflucht von dem Kopf des Todes. Ich habe keinen Körper. Nein, war nur ein Scherz. Ich bin einfach nur gefalten. Papa! Die sind schon manchmal auch ein bisschen funny drauf, die Toads. Kann man nicht anders sagen. Come on, guys. Kann man nicht anders sagen, oder? Ich mag die Idee. Gibt's noch mal eine lecker schmeckotastische Coin und du siehst aus, als würdest du was Wichtiges haben. Oh, ja. Yeah. Du kannst ja mal angeln gehen, ja? Ich bin großer Angelprofi. Okay, du hast mein Glück. Muss ich dir beibringen, wie du fischst? Also, zuerst benutze den linken Stick, um den Fisch anzuvisieren. Dann drückst du A und wenn du ready bist, dann halt machst du das, was da steht auf dem Screen. Und wenn du das hast, dann ist das super. Ich will diesen Fisch da. Also. Ja. Komm. Komm, bitte. Ja, ja, ich spam A. Ich spam A, let's go. Oh nein, das ist ein Fight gewesen? Das war eigentlich nicht meine Idee. Aber der sieht auf jeden Fall krass aus.
15 Sekunden haben wir jetzt mehr Zeit für den Kampf. Wir haben 3 Moves. Warum haben wir 3 Moves? Oh ja, weil wir die auch brauchen. Sehe ich gerade. Nein, warte mal. Bin jetzt schon wieder verwirrt. 1. Nee. Doch, 1. Warte mal. Boah, ich hab doch keine Ahnung. Doch, 1. Wir brauchen mehr Zeit. 1. Nee, es macht keinen Sinn. Hä? Doch. So. Oh mein Gott. Also jetzt fängt's an, krass schwer zu werden. Yo. Wo ist unser Eisenschuh, den wir teuer gekauft haben? Ach, da. Ach, den muss ich auswählen. Ah, okay. Aber ich wollte nur gucken, ob wir den auch wirklich haben. Zack, 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 zack. Wunderbar. Relativ einfacher Kampf. Nur, dass ihr habt schon gemerkt, das richtige Hinschieben, das ist die krasse Schwierigkeit. Und das finde ich auch einfach cool. Wir hätten auch die Toads fragen können, aber wir haben es ja noch hingekriegt. Ich habe das, ein bisschen habe ich das auch geschmeckt. Ein bisschen. Da ist die nächste Kugel, let's go. Ein bisschen habe ich das auch so geschmeckt, dass da irgendwie was so sein musste. Das finde ich super. Ja, wir machen nicht weiter hier. Man kann da jetzt noch angeln und fürs Museum eben so riesen Fische angeln. Da gibt es dann eben noch die krasseste Größe und so, 4-5 Meter oder so. Safe nicht. Die Musik war jetzt gar nichts Gutes. Ist nur meine Meinung. Aber die hört sich halt legit gar nicht gut an. Rein da, komm. So. Zack, Speicherblock. Das da hinten sieht nach Faltkreis-Stuff aus, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist der Faltkreis ja hier irgendwo drin. Dieser Busch ist sass. Und es ist natürlich ein Gegner. Dafür gibt es natürlich den Faltkreis. Gut, also war auch ein bisschen sass, der Typ. Der bewegende Busch natürlich. Wahrscheinlich von oben nach unten? Nein? Doch, doch. Zack. Dafür gibt es sogar wieder eine Kugel? Faszinierend, Mario. Ist ein bisschen so Archäologie. Guck mal, das Skelett von einem Koopa Trooper. Das ist kein Koopa Trooper, das ist tatsächlich ein Knochentrocken, aber der sieht schon sehr tot aus. Das ist gelb, das ist doch... Geist, das ist grün. Das ist grün. Das ist meine... Das ist also wirklich. Ruhe in Frieden, kleiner Cooper. Ey, also ich bin richtig gut und ich bin kein Cooper. Ich bin Knochentrocken, Mann. Jetzt fühle ich mich aber sehr beleidigt. Geh ja gar nicht hier. Entschuldigung, es tut mir leid. Erstmal nochmal speichern. Man kann nicht oft genug speichern. Okay. Oh. Wisst ihr noch, als ich behauptet habe, es gibt nur einen Stern im gesamten Spiel? Entschuldigung, es gibt scheinbar zwei. Also, das macht es nicht besser. Zack, zack. Aber es ist schön zu wissen, dass ich Unrecht habe, mal wieder. 100er Coin. Also, ich kann mich daran erinnern, dass es in Blöcken auch Items gab, aber scheinbar jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht müssen wir wirklich jedes Item kaufen. Und wir kriegen auf der Overworld... Hallo? Auf der Overworld keine mehr geschenkt. Nichts ist passiert. Hast du auch dieses Erdbeben gespürt? Ist ja auch egal. Baba! Wie kommt man nach da oben? Und hier geht's auch noch runter. War hier noch was? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ist man mit Springen überhaupt schneller? Dieser wunderbar freundliche Cooper macht mir ein bisschen Angst tatsächlich. Ah! Sieh mal, da ist ein Toad, der spielt... sieh mal, da ist ein Toad, der spielt mit der Luftschlange.
Entschuldigung, Toad. Würde es Ihnen was ausmachen, da runterzugehen, bitte? Wir versuchen, die Luftschlange wegzumachen, verstehst du? Das ist richtig gefährlich. Geh runter von da, sagt sie. Als wäre das so einfach. Du denkst, ich hab Spaß, Baba. Jetzt bin ich richtig wütend. Ich bin hier gefangen, Lady. Und, also, mein Auto hier ist das völlig blockiert. Also, das ist ja wieder eine Frechheit hier, Baba. Ich versuche zur Herbsthöhe zu gehen. Da, wo die blaue Luftschlange ist. Aber irgendwer, der hat meinen Lift hier eingeklemmt. Baba! Ist unfassbar. Ich kann, mein Hals tut schon wieder weh, Geist. Sorry. Wir müssen kurz hier Pause. Also, da ist auf jeden Fall die blaue Luftschlange. Du siehst richtig, wie die Herbsthöhe sich, Oh nein. Oh nein! Das ist ein roter Darf ich spin into the wind? Zweimal? Oh ja. Oh nein. Well. Oh, ich habe vielleicht eine Idee. Nee. Boah, was ist das denn? Das ist viel zu schwer. Nee, ich hab keinen. Toads! Das ist nicht mein Ernst. Für 1000 Coins hätten die noch eine Drehung gemacht, glaube ich, eine zweite. Ach. Das Game crasht ja, wenn wir das machen. Okay, wir sind wieder back hier draußen. Noch nicht in dem Kampf, weil wenn ich den Kampf skippen kann, wäre das auch ganz schön tatsächlich. Weil Koopas sind A, viel zu stark und B, die anzuordnen ist grauenhaft. Bitte, oh nein, was ist da unten? Block. Wieder nur Geld drinne. Wo ist der Typ? Okay, er ist weit genug weg. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Schnell weg. Und Schnipsel. Wofür? Oh. Ich glaube, ich weiß wofür. Schade. Schade. Also, Guys, ich habe die geskippt. Das ist alles geisteskrank schwer. Auf einmal, ich bin jetzt dreimal Game Over gegangen. Es ist unfassbar. Was ist dieser komische Erdhaufen? Ha, wir haben endlich die Spitze erreicht. Ich bin so müde. Also, eigentlich solltest du müde sein, weil du bist ja hier hochgelaufen. Aber danke fürs Tragen, Mario. Okay, wir müssen nur noch einen Weg da reinfinden und... sehen Türen normalerweise aus? Das sieht nicht richtig aus. Wie kommen wir da nur rein? Wer zur Hölle hat da die Tür so weit nach oben platziert? Nicht mal ich kann da reinfliegen. Warte, Erde, das ist es. Das hat bestimmt was mit der Erde ist hier passiert. Also, ist das normal, dass die so weit oben ist? Oh, schau mal, da ist so ein magischer Kreis. Aber der sieht ein bisschen anders aus. Hat das was mit dem Erdpergamenton zu tun? Ich denke schon. Würde das Erdpergamenton so etwas machen? Vielleicht hat mein Bruder Magie benutzt, um das hier zu machen. Man weiß es ja nicht. Aber wir sollten das Pergamenton finden. Vielleicht hilft es uns dann. Ja, das sollten wir. Das machen wir in der nächsten Folge. Guys, ich nehme jetzt schon seit 50 Minuten auf. Es tut mir leid. Wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, um die nächste Folge hiervon nicht zu verpassen. Mal gucken, ob wir das Erdpergamenton schon treffen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.